wo sind die Unterschiede nicht so wirklich groß. Aber hier reden wir heute über Belarus und deshalb ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir nicht akzeptieren, wie Lukaschenka seine eigene Bevölkerung behandelt, dass wir für Freiheit und Menschenrechte eintreten. Belarus ist das einzige Land, wo die Todesstrafe existiert und vollstreckt wird in Europa. Und solange es keine unabhängige Justiz gibt, ist es sehr gefährlich, also für Belarusen gegen die Regime zu protestieren. Aber wir hoffen sehr, dass trotz der politischen Repression, dass das bald aufhört und dass diese Schilder so schnell wie möglich von der Bank abmontiert werden dürfen. Danke.